Hallöchen. Es kommt mal wieder ein Haul, da muss ich selbst lachen. Heute ist Montag, ich war das ganze Wochenende nicht zu Hause. Ist ja auch eigentlich egal, aber heute ist Montag. Heute hatten wir Hochzeitstag, den zweiten schon, wie die Zeit vergeht. Und auf jeden Fall war es ein bisschen am Regnen. Also man hätte jetzt sowieso, eigentlich wollten wir wandern oder so, hätte man ja sowieso nicht gekonnt. Also sind wir nach Koblenz gefahren. Nach Koblenz komme ich halt tatsächlich nur mit dem Auto und ja, haben wir den Tag genutzt und sind da ein bisschen shoppen gegangen, beziehungsweise ich habe halt meinen Mann genötigt, mit mir mal nach Koblenz zu fahren und er meinte dann, okay, ja, dann fahren wir heute. Vorab möchte ich euch aber zeigen, was per Post gekommen ist. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, weil ich erstens nicht gefragt habe, ob ich den Namen nennen darf und weil ich mir vorstellen kann, dass diese Person nicht unbedingt angeschrieben werden will. Falls es aber doch so ist und ich darf den Namen nennen oder ich soll ihn sogar nennen oder irgendwas verlinken, Liebes, dann melde dich gerne. Packe ich unten in die Videobeschreibung. Und auf jeden Fall hat mir jemand besorgt, das heißt mich angeschrieben, ob ich sie haben möchte. Alkoholinks, yay! Sehr, sehr geil. Da habe ich dieses Set, das ist jetzt im Einzelnen egal, was da drin ist, sehr, sehr sehr geil. Also, die sind angekommen. Sehr, sehr geil. Ich freue mich tierisch. Wirklich. Sehr, sehr genial. Huch. So, und das wäre ja echt nicht nötig gewesen. Also, so, so, so schön. Ich danke dir so sehr. Sie hat mir noch eine Karte beigelegt. Und, ach Mann. Ah, so toll, schaut mal, hier schön zusammenge... Guckt mal, was so eine einfache Schleife hermachen kann, ne? Das ist mal dieses Papierkordel, was es auch mal im Action gab. Und dann diesen genialen Schlüsselanhänger, wie für mich gemacht, Regenbogen mit Plastik und der kommt auf jeden Fall an meinen Schlüssel. Weil, ja, ich fahre Roller und man braucht ab und zu halt einfach mal ein Lichtchen, ne? Und gerade auch für Schlüsselloch finden oder so. Nee, einfach geil. Sehr, sehr süß. Und hier diese gigantischen Einhorn-Sticker. Die sind so richtig, seht ihr mal, das ist so richtig wie so ein Schwamm dahinter. Richtig schön. Und dann haben die so Acetatfolie, aber auch ganz normal bunt. Ach, die sind einfach ein Traum. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich. Vielen lieben Dank. Das wäre echt nicht nötig gewesen, aber ich danke dir so sehr. Super schön, super schön. Also wirklich nochmal von Herzen vielen, vielen lieben Dank. So, ich muss das mal gerade weglegen. Ah, und ich zeige euch noch gerade den Umschlag. Guckt auch mal hier, der Umschlag. Krass, oder? Übel wunderschön. Deswegen habe ich den auch noch verwahrt, weil ich das ausschneide. Es ist so, so wunderschön. Also vielen, vielen lieben Dank nochmal. Sehr geil. Sehr, sehr schön. So, ich lege es mal kurz zur Seite. Und die hier lege ich auch mal zur Seite. So, dann habe ich nämlich jetzt alles frei für Action. Etwas, was ich schon vor... Boah, wann war das? Vor einem Monat, vor anderthalb, vor zwei... Irgendwann war ich durchaus mal im Action. Wann war das? Boah, tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, ist lange her. Auf jeden Fall habe ich mir da damals dieses Set hier mitgenommen. Die gab es hier in Gold, dann in Holo Silber ganz normal und in einem Matt Grün. Und den habe ich jetzt noch nicht zusammengebaut, weil, ach, die sind ja lüttig, die Dinger. Also, die halten schon, aber ich würde schon empfehlen, die zusammenzukleben. Naja, und auf jeden Fall habe ich den hier gebastelt, guck mal, hier fällt immer wieder das Flügelchen ab und der ist ja auch komisch. So, und bei dem hier, ihr seht schon, ja, da fehlten die Beine, ne? Die Beine fehlten. Da ist der andere Flügel, den man da dran machen kann. Ja, und dann ist es aber so, dass hier in den Sets jeweils ein Ersatzpaar Beinchen drin ist. Also, die haben ja drei, das heißt sechs Beinchen, sechs, oder? Sechs Beinchen, genau, und zwei Beinchen sind quasi immer extra drin. Das heißt, ich hätte für den jetzt noch vier Beinchen, aber trotzdem fehlen mir zwei Beinchen. Aber ich weiß jetzt, da weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie teuer die sind. Hier sind noch die Ersatzbeinchen von dem anderen. Hier sind noch die Holoflügel von dem anderen. Also entweder kann man sich entscheiden,
diese Folienflügel zu benutzen oder eben hier diese weißen Flügel. Ja, und das sind dann die, das ist quasi dann der Müll, was übrig bleibt. Das konnte man da so rauslösen. Da war da eine Bedienungsanleitung bei. Wo ist die Bedienungsanleitung? Hier hinten. Und dann konnte man das zurechtstecken. Also wer einen gemacht hat, der hat den zweiten Rehler, also ich zumindest, ich habe den zweiten dann ruckzuck hinbekommen. Ich habe generell nicht lange dafür gebraucht. Aber es sind halt, ja, lüttig, ne? Aber man kann die hinstellen, man kann sie auch an die Wand babschen. Also da, man kann sie einfach nur hinlegen, man kann sie hinstellen. Die Ständer sind jetzt unten. Oder man kann es an der Wand machen. So, aber hier den grünen, ja, ich denke mal, den werde ich nicht verwenden, aber der hier, der, oh, hier fällt gleich auch schon wieder mal der Flügel ab. Der ist natürlich sehr geil, der kommt an die Wand. Aber den werde ich auch nochmal komplett auseinanderbauen, Stück für Stück und mit Kleber kleben, damit ich lange davon was habe. Der kommt hier mal auf Seite, damit ich dran denke. So, ich packe hier mal gerade den Wust hier weg. Ja, den hier, den werde ich dann mal, weiß nicht, abgeben, weil ich finde sie sehr schön, ja, aber richtig überzeugt hat es mich nicht. Und ich habe ja jetzt quasi einen, und hier, das ist auch Gold Holo. Also, den lege ich mal zur Seite. Zack, der wird dann mal Verschwindibus machen in einem Paket oder so. So, ich räume mal kurz den anderen Käfer ab, weil, ja, ich will hier Platz haben. So, weiter geht's. Ha. Ich habe auch den Einkaufszettel dabei. Ich schaue mal, ob ich auch drauf fluke. So, jetzt kommen zwei Sachen, die jetzt nichts mit Basteln zu tun haben. Und zwar einmal diese Zahnpasta. Und zwar Shine-On Weißmacht-Zahncreme. Innerhalb 2 Wochen hat man wohl weißere Zähne. Schmeckt wohl nach Acai und Minze. Schauen wir mal. Hat mich hauptsächlich interessiert, wie die schmeckt, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin eine Frau mit Uterus, mal noch, wer weiß, was sich ändert. Ich hoffe, es ändert sich, ja, gesundheitlich, weil es wuchert. Und, aber mal noch bin ich eine Frau mit Uterus und mal noch wäre die Gefahr da, dass es passiert, trotz Verhütung, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall hier zwei Schwangerschaftstests. Die Zahnpasta 99 Cent übrigens. Und die Schwangerschaftstests, ja, die waren echt billig, deswegen habe ich sie mitgenommen. Und zwar 2,57 Euro. Und das sind die Frühschwangerschaftstests. Die wirken auch, oder die wirken, die zeigen das Ergebnis auch 4 Tage vor der Menstruation an, oder? Ja, genau. Und ja. Da HCG-Wert, das heißt, sie sind halt sensibler für den HCG-Wert und schlagen dann halt ein bisschen schneller an. Auf jeden Fall, ich war jetzt neulich, im DM und brauchte einen. Und früher gab es immer diese ganz normalen Teststäbchen. Die haben 1,99 Euro, glaube ich, gekostet. Ja, bei eBay kosten 30 Stück 5 Euro. Also, aber so viel brauche ich jetzt auch nicht. Also es kommt selten vor, dass ich mal einen mache, aber ja, wir Frauen, wenn es uns untenrum zwackt und wenn wir sogar noch Gebärmutterprobleme, Erkrankungen haben und so, dann ist es mir einfach sicherer, ich mache hin und wieder mal einen Test, um frühzeitig eben auch handeln zu können, falls was wäre. Naja, auf jeden Fall, den für 1,99 Euro im Rossmann oder DM gibt es nicht mehr. Der billigste waren jetzt auch 4 Euro, glaube ich. Und das sind halt, die sind so teuer, weil das Plastikding da drum ist. Ne? Das braucht keiner. Also, ja, was heißt braucht keiner? Wer öfter mal so einen Test gemacht hat und lesen kann, klingt jetzt hart, ist aber so, und der halt erkennt, wo ein Strich angezeigt werden sollte und nicht, für den reichen Teststäbchen. Man braucht da nicht schwanger gedrucktes Ding. Wisst ihr, wie ich meine? Also mir hätten die völlig gereicht, die Teststäbchen gibt es halt nicht mehr. Naja, und hier zwei Stück, 2,57 macht man jetzt nichts falsch. Also Grüße an den Uterus. Ich hoffe, du dumme Sau, gibt's bald Ruhe. Und wenn nicht, dann tschüss. Ja, muss eh. Egal. Ja, so ist das. Ah, ja, ich gewöhne mich daran, momentan mit meinem Uterus zu sprechen. Ich nenne ihn auch Uterus und nicht Gebärmutter, weil Uterus einfach schöner ist. Der kleine Uter. So, Uter. Also, ich weiß, das heißt Uterus mit E, aber ich nenne ihn Uter. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich bin so, es ist nur ein kleiner Abnabelungsprozess. Ich muss mich langsam damit abfinden, dass ich vielleicht Tschüss sage. So,
Dann habe ich mir im Action mein Oldtime Favorite gekauft, und zwar A4 Boxen. Ja, das sind jetzt die Deckel. Das sind jetzt die Deckel. 1, 2, 3. Oh, ich habe unten eine Box vergessen. Ah, ich muss mal nach unten laufen. So, diese Boxen sind das. Die gibt es ja einmal in schmal und dann gibt es die einmal noch in höher. Ist auf jeden Fall A4. 8,5 Liter und 29 x 39 cm und 11 in der Höhe. Die anderen sind, glaube ich, 17,5 in der Höhe. Lasst mich nicht nur 12,5 nicht. 17,5, das Doppelte auf jeden Fall ungefähr. Boah, ich bin außer Atem. Ja, dickes Kind geht Treppe, beziehungsweise dicke Frau. Kind bin ich ja nicht mehr. So eine Ding, jawohl. Eine Box, 2,18 Euro mit Deckel. Das Lustige ist, ich war im Bauhaus vor längerer Zeit und wollte auch so Boxen, weil es die auch in klein gibt. Ja, dann kostet so eine Box zwar auch nur 95 Cent und wenn man ab 10 nimmt 85 Cent, aber der Deckel kostet dann auch noch mal extra 50 Cent. Und oh, das ist ja echt ätzend, oder Leute? Wirklich. Das ist echt ätzend, wenn man dann noch für den Deckel extra zahlt. Also, pff, Quatsch. So, dann habe ich für 1 Euro, na gar nicht wahr, Bock, schaut euch das mal an, für 89 Cent, für 89 Cent, tata, ich habe sie, eine Malunterlage, ich habe sie, ich war da, Ricky Likes hat sie, ich war da ja so scharf drauf, sie zu bekommen. Oh, ich habe sie endlich. Ich habe sie endlich. Hier, die eine riecht aber nach Essig. Da ist irgendwas draufgelaufen. Das Lustige ist, ich hatte schon mal was im Action gekauft und da ist auch irgendwas draufgelaufen. Und roch auch total nach Essig. Ja, Maggi. Wie Maggi. Bäh, hier riecht alles danach. Ist echt ekelhaft. Die ist 45 x 65 cm groß. Und das ist im Prinzip wie so ein Platzdeckchen. Ihr kennt diese Plastikplatzdeckchen da. So, dann, ja, es ist schon einiges, was ich gekauft habe, ne? Dann gab es ganz neu, die standen da noch im Karton. Ich muss ehrlich sagen, hätte ich gewusst, wie teuer sie sind, hätte ich sie vielleicht nicht mitgenommen. Und zwar haben sie gekostet, ich glaube, 2 Euro, wo haben wir es, 2,16 Euro. Und das sind diese Mix Color Markers. Die gab es auch schon mal. Ich glaube, das waren nicht diese hier. Die, die es nämlich schon mal gab, die waren wie diese teuren Chamäleon-Marker. Die waren tatsächlich mit Farbverlauf. Die Chamäleons, die sind ja, das sind Einzelfarben. Und dann tut man die in einen Blender und dann hat man erst, ja, von leicht nach kräftig. Und hier, das hier ist aber, du, hier mit denen kann man die Farben mischen. Also von lila nach blau zum Beispiel. Also die sind so ähnlich wie die Chamäleons, aber natürlich müssen wir uns nicht drüber unterhalten für 2,16 Euro. Dafür kriegst du von Chamäleon noch nicht mal einen für. Ne? Aber ich fand's ganz witzig, ne? Und zum Rumpanschen. Ja, aber wie gesagt, für 2,16 Euro, dadurch, dass ich sowieso sowas nicht oft benutze und die Gefahr ist tatsächlich da, dass sowas bei mir eintrocknet. Ja, für 99 Cent, das klingt jetzt total krass, ne? Wenn ich sage, oh Gott, ich hätte gern was im Action für 99 Cent. Nee, aber ist so, für 99 Cent, sehr geil, wären sie sehr geil gewesen zum Vergammeln. Oh Gott, das klingt so schlimm. Als 2,16 Euro, da bin ich jetzt am überlegen, ob ich sie wirklich mal teste oder einen mal teste und wieder abgebe. Aber schauen wir mal. Also ich, und natürlich mussten noch alle Farben mit, weil dann hat man wenigstens ein Set. Also das ist schon ganz praktisch. Aber hier ist auch jeweils immer ein weißer bei. Also man könnte die garantiert auch wie die Chamäleons benutzen. Ich schau mal und wie gesagt, wenn es nichts ist, gebe ich sie auch ab, weil das ist wirklich dann traurig, wenn sie wirklich eintrocknen. Ich habe schon mehrere Stifte hier gehabt, die eintrocknen und egal wie teuer was es ist, ist scheiße, es tut weh und ich bin halt auch, ich kaufe zwar auch viel und so, aber es muss doch trotzdem nichts vergammeln oder wahllos kaputt gemacht werden oder in der Ecke geknickt werden. Wisst ihr, wie ich meine? Man kann ja, obwohl man viel hat, mit seinen Sachen sehr ordentlich und pflichtbewusst umgehen. Also nur weil ich viel habe und viel Billiges, heißt es ja nicht,
Also auch wenn ich Horder bin oder auch viele andere Bastler auch Horder sind, heißt es ja nicht, dass unsere Sachen irgendwie vergammeln oder dass man es, wie gesagt, extra vor die Hunde gehen lassen muss. Muss nicht. Boah, mich hat hier eine Mücke gestochen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da, in meinen dicken Wurstfinger, genau dazwischen. Das juckt wie die Sau. So, dann habe ich gekauft. Oh Mann, das ist so, ich bin echt total, ich bin es nicht mehr gewohnt, Videos zu machen. Das ist, ja, schwierig. Nee, nicht schwierig, aber ich bin echt total doof, ne? So, hier, 59 Cent. Und zwar sind das Amos Goyl Appetizer Bowls. Also hier auf dem Zettel stehen sie als Amuse-Schale, also Amos Goyl. Das ist eigentlich so ein Gruß aus der Küche, ne? Da steht auch noch Amuse-Schale. Okay, vielleicht ist es auch, da steht Amos Goyl-Schale. Also das ist ein kleines Vorspeisen-Schälchen oder Dip-Schälchen, Gruß aus der Küche-Schälchen, wie auch immer. Und ja, das, ich fand die einfach total goldig. Das ist aus Holz, so wie es aussieht, 100% kompostierbar. 10 Stück. Ich fand sie eigentlich einfach nur total niedlich und wollte sie mitnehmen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man sich die Idee abgucken für eine Explosionsbox. Vielleicht kann man da mit einem hier Strohhalm noch reinkleben und dann so Segelbötchen basteln. Oder wenn mein Neffe dann, der ist eigentlich schon groß genug, jetzt schon, dass man vielleicht mal an den Bach fährt und das dann vielleicht ist ja kompostierbar. Also wenn, falls man nicht schnell genug ist, um das einzusammeln, macht es auch nichts. Also dass man vielleicht mal Bötchen fahren lässt oder so. Ich fand es einfach mal niedlich und wollte es haben. Oh Mann, das, warum juckt das denn jetzt so? Das hat heute Morgen schon total gejuckt. Und jetzt fängt es wieder an. Was ist das denn? Ich könnte ausrasten. Oh, ich hatte mal so einen SOS-Mückenstift, ne? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß, wo jedes, wo fast jedes Bastelartikelchen ist, auch wenn es nur so ein ganz kleiner Schnipsel ist. Ich weiß, in welcher Ecke der hier ist. Aber unten, wo, und ich habe sonst mein ganzer restlicher Haushalt ist, ja, jetzt nicht minimalistisch, aber normal halt. Also jetzt kein Horder untenrum, also untenrum bin ich kein Horder. In meinem normalen Haushalt bin ich kein Horder. Das betrifft wirklich nur Bastelsachen. So, aber unten, wo Ordnung ist, hier oben ist auch Ordnung, aber ihr wisst schon, was ich meine. Da finde ich nichts. Hier oben finde ich in der letzten, weiß ich, in der letzten Ecke, wo alles ist. Es ist auch wie verhext, ne? So, ich habe mir auf jeden Fall noch diesen Dekostoff mitgenommen. Den gab es auch noch in anderen Farben, aber ich fand jetzt schwarz einfach mal total toll. Da sind immer 50x50 drin. Und hier sehen wir auch schon die Muster. Und das fand ich halt auch einfach total Juni, ne? Juni. Nee, ich fand es einfach sehr kompatibel und schlicht. Ja, ich bin echt so krass krank, ne? Ja. Vielleicht kommt es auch nur mir so vor, kann auch sein. 1,95 €, aber ich finde schon, ich bin sehr krank. Also krank, verrückt, krank. Krank nicht im Sinne von krank, sondern crank. Ne? Ach Mensch, ich mache es auch immer noch schlimmer, ne? So. Ja, schlimm. Ich weiß, total dumm. So, dann gab es vor 2 Jahren, ist schon länger her, gab es diese Dinger hier. Die gibt es ja immer mal wieder, aber diese Edition, die gab es vor 2 Jahren. Ich hoffe, die bekommen auch noch mal die Schmetterlinge rein. Die Schmetterlinge gibt es aktuell im Woolworths, das weiß ich. Aber natürlich ist Woolworths teurer als Action. Ich hoffe, Action kriegt die auch noch mal rein. Das sind uralte Bestände, die sind echt alt, ne? So, und auf jeden Fall sind da hier diese Muster drin. Und wie gesagt, die gibt es auch noch in Herbstdesign. Die Herbstdesigns habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich habe einmal den Kaktus hier mitgenommen. Und die haben gekostet, hier, 2,45 €. Was? Nee, 49 Cent. Ja, ich habe 5 Stück. Dann haben wir hier die Federn. Und da sind auch immer hier so kleine Schaumstoffpads bei, ne? Da sind die Federn drin. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich kann mich an diese Federn nicht erinnern. Ich hatte Federn, damit habe ich auch meine Hochzeitskarten damals gebastelt. Aber an die Federn kann ich mich nicht erinnern. Die sind mit Kupfergoldfolie. Die sind mit Silberfolie. Ja, auf jeden Fall, die Federn habe ich auch 2-mal. Die anderen Federn, die hatten mal andere Federn. Ich weiß das. Ich habe daraus meine Hochzeitskarten gebastelt, wie gesagt. Die anderen Federn waren schöner als die, aber naja. Und ich habe 2-mal noch, die haben, ja, so Gold.
Gold. Minimaler Stich ins Rötliche. Hier, Blumen. Blumen. Ja, die sind auch alle schön, bis auf dieses Blumenbouquet hier unten, aber sind sehr schön. So, zack. Habe ich mich sehr gefreut, dass die auch nochmal alte Sachen reinkriegen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war in Koblenz in dem Action. Die hatten auch noch 2, 3 Alkohol-Inks. Kein ganzes Set mehr aktuell, aber die hatten noch welche. Und die haben die Stempelplattform, die haben das Mini-Punch, dieses Mini-Falz-Ding. Die haben Schneidbretter. Also ich muss ehrlich sagen, der Action in Koblenz, finde ich persönlich, der hat einen, sagen manche, der hat eine kleine Abteilung. Ich kenne aber auch den in Dierdorf, ich kenne den in Ransbach, ich kenne den in Mülheim, ich kenne den in Hachenburg, ich kenne den in Siegen. Ich muss ehrlich sagen, Koblenz, toll. Früher war mein Lieblingsladen der Dierdorfer. Ist er bestimmt auch immer noch, aber man ist schneller in Koblenz als in Dierdorf, muss ich gestehen. Dierdorf, göttlich. Also liebe Leute aus Dierdorf, ich weiß, ab und zu guckt vielleicht jemand zu. Dierdorf immer noch grandios, aber schwerer zu erreichen für mich. Also Koblenz. Göttlich, göttlich. So, und aktuell im Angebot für 3 Euro, glaube ich, hier. Wo ist es? Wo ist es? Ach Mann. Ah, wie kann man so dumm sein? Ey, genau. Und ich habe, genau. Und ich habe noch ein, so ein Schubladenregal, ne? So mit 3 Schubladen und Plastikdingen halt noch für 7,44 Euro mitgenommen. Das habe ich jetzt nicht hier oben zum zeigen. Hier, die waren im Angebot. Ich weiß es doch haargenau. Wo habt ihr sie? 3,89 Euro. Und zwar diese Buntstifte-Dinger. Und zwar ist das Coole. Ich lasse es jetzt mal zu. Oder mache ich es auf? Komm, ich mache es mal kurz auf. Und zwar ist das Coole, die sind in so einer richtigen Box mit, wie nennt sich das? Schublade. Schublade. Die. Ah, genau, Christina. Mach kaputt. Mach kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. So, und zwar kann man die auch stapeln. Die haben hier Nöppelsche und hier unten Löcher. Und ja, Noppel auf Loch hält, ne? Ist ja ganz klar. Einfaches Stecksystem wie Männlein und Weiblein auch. So, und da haben wir diese Farben. Kennt man auch super. Ja, das Problem ist einfach nur, da hat man dann hier so eine kleine Lade. Ne? Hier ist noch irgendeine Pappe, sehr süß. Lass ich mal drin. Ja, das Problem ist nur, ist die Pappe jetzt überall drin? Ich denke. Das Problem ist halt nur, nochmal. Hier sind, ach super, nee, das ist glaube ich kein Problem. Wir haben hier Zahlen, aber ach, guckt mal, das ist die 235. 235. Ja, schaut mal, da haben wir nämlich das Problem. Es gibt ja die hier, die gab es jetzt auch schon 2-mal. Ah, 4 Dinger, also man, heißt, man hat schon 8 Boxen davon. So, und das heißt, 8 Boxen, 8 mal 18 sind ja, weiß nicht. Ah, ich vermute, ich habe die ganz schlimme Befürchtung, dass diese Farben jetzt alle doppelt sind, weil, ja, guck, das waren die alle hier. Also ich habe noch mehr jetzt, aber ich habe echt, ich muss mal schauen, ich habe die Befürchtung, dass die ganzen Farben, dass man die alle schon hat. Kapiere ich nicht. 233. Die Farben gab es noch nie. Naja, müssen wir mal schauen, wie sich das so entwickelt. Keine Ahnung. Werde ich testen müssen. Beziehungsweise muss ich abgleichen. Hier steht halt auch nicht, das ist immer lustig, ne? Hier steht inklusive New Colors. Das heißt, das Problem wird jetzt auch noch sein, dass man erstmal herausfinden muss, welche Farben jetzt neu sind. Da sind bestimmt 5 Farben neu, der Rest nicht. Aber dadurch, dass die eine andere Farbnummer hat, behält man sie dann meistens sowieso. Genau, so sieht's aus. Und halt hier nochmal die Variante mit Grün und Blau. Ja.
Hier steht jetzt nichts vom Wasservermalbar. Es gab ja die auch im Wasservermalbar. Hab ich ja auch. Ah, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber hier steht, use dry or with water. Also benutze einfach ganz normal oder mit Wasser. Benutzbar mit einem ganz normalen Anspitzer, Triangle Shape, also sie sind halt ja im Dreieck geformt, damit sie besser in der Hand liegen. Und hier steht auch extra nochmal neue Farben. Ja, aber neue Farben. Vielleicht haben sie einfach nur neue Nummern drauf gebapst und dann haben sie gesagt, jawohl, sind neue Farben. So stelle ich mir das vor. Nun ja, egal. So ist das nun mal. So, dann habe ich diese hier nochmal mitgenommen. Ja, Teddy ist billiger. Teddy hat 1 Gramm mehr für 1 Cent mehr. Also Teddy hat 3 Gramm für 1 Euro. Hier, das sind jetzt 2 Gramm für, ich glaube, 99 Cent. Ne? Moment. Schauen wir mal gerade. Soweit ich weiß, wo er mich erinnern kann. Nee, ich schreibe auch nicht immer die Preise auf die Dinger. Hier 94 Cent, also ja, 94 Cent, 2 Gramm. Auf jeden Fall Rosé Gold habe ich zweimal mitgenommen, weil lustigerweise, seitdem Action die Dinger hier hat, hat unser Teddy, der hatte früher eine ganze Wand damit vollhängen, aber wollte wohl keiner, sonst wäre nicht immer die ganze Wand vollgehangen. Jetzt, wo der Action die aber hat, sind die restlos weg. So, noch einmal Gold und einmal Silber, weil Gold und Silber kriegt man häufiger als ein Roségold, ne? Ist so. Dann habe ich mir diese hier mitgenommen, weil sind Kugelschreiber. Kugelschreiber trocknen nicht so schnell ein oder generell nicht. Farbige Kugelschreiber, 10 Stück. Die waren für, boah, was haben die gekostet? 99 Cent oder so. Hier, schauen wir mal gerade. Dam, 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 dam. Boah, und ich habe noch die Eislollis gekauft, fällt mir ein, sehe ich hier gerade. Die gibt es ja in Pina Colada, Mojito und Pfirsich irgendwas ohne Alkohol. Und ich habe dieses Pfirsich mal mitgenommen und dieses Pina Colada, weil jeder schwärmt halt davon. Ne? Mal schauen, wie es schmeckt. Hier die Dinger, die haben gekostet. Steht nicht auf der Karte. Doch, hier, guckt, 99 Cent. Jawohl. Dann habe ich, ja, SpongeBob Sticker gekauft, weil ich bin ja schon auch SpongeBob-Fan, muss ich sagen. Also von allen Disney-Figuren oder neben Alice im Wunderland natürlich. Aber guck mal, das ist ja jetzt auch kein Disney, das ist ja Nickelodeon, ne? Aber sagen wir mal, von den Kinderfiguren, so Mickey Mouse und so mag ich nicht, aber dafür SpongeBob. Und schauen wir uns mal an, die sind mit Goldfolierung und Glitzer. Oh, hier oben ist noch die Qualle, die man ausschneiden kann, sehr geil. Da Gold und Glitzer. Ach ja, die anderen auch. Da geht ein Knick durch, aber ja. Es sind halt Papiersticker, ne? Der ist aber makellos. Ja, und so wie ich jetzt gesehen habe, ist jeder Sticker nur einmal drin. Deswegen habe ich das Ding halt dreimal mitgenommen. Ja, dreimal hält besser, ne? Die Sticker haben gekostet. Die hatte ich hier irgendwo. Na, Menschenskinder. Ich mache das auch nicht gerne mit den Preisen. Ich weiß, dass viele gerne wissen, wie teuer sowas ist. Aber, boah, hier, 89 Cent. 89 Cent. So, ich habe endlich mal von diesen Tüten hier bekommen, aber nicht die, die ich wollte. Es gibt so eine gestreifte Regenbogentüte, die habe ich nicht bekommen, aber ich habe dafür einmal diese rosane Variante mit den Herzlollis bekommen. Da ist ja noch so ein Sichtfenster und das ist Papier. Ja, Sichtfenster ist schon cool, ne? Immerhin, es wurde auf Plastik verzichtet, aber ist natürlich nicht komplett plastikfrei. Und hier haben wir noch die Sticker, da ist auch wieder Plastikbeschichtung, allein schon wegen dem Glitzer. Also ja, aber müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne? So, das sind 10 Stück drin. Ja, genau. 10 Stück und die heißen Mini-Beutel. Ne? Die kosten 69 Cent. Genau, einmal hier Konfetti mit Partyhütchen, das heißt zweimal, und die Herzlollis. Dann habe ich diese hier mitgenommen, ein paar.
Das sind Sticky Notes in ungefähr A6 Größe. Hier, nee, 12,7 mal 7,5 cm. Und da sind 100 Stück drin. Und die kosten 39 Cent. Und ja, die werde ich bald verbasteln. Und ich habe noch mitgenommen, weil das halt immer, ist halt immer mal praktisch, ne? Wo haben wir es? Ach Mensch, ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Ach Mann. Furchtbar. Boah, wo ist das denn jetzt? Ich leg's euch jetzt schon mal hier hin. So. Waren 45 Cent, müsste das gekostet haben. Mini-Beutel, Sticker, Mini-Beutel, Pappbehälter. Boah. Furchtbar. Hier haben wir es doch, 49 Cent. Es sind Glitzerbleistifte mit Radierer. Ja. Sehr geil. Super. Super, dafür habe ich jetzt so lange gesucht. Ich habe hiervon nochmal mitgenommen. Alle drei Größen. Alle drei Größen heißt A6 Kartenformat, 15x15 und 13x13. Da hat das Stück 85 Cent gekostet und es sind jeweils 50 Stück drin. Genau. Und ich habe... Und ich habe diese Boxen neu für mich entdeckt. Und zwar haben die so A5 groß, 20 cm mal 29 cm, 12 cm in der Höhe, Fassungsvolumen von 4,5 Liter. Und ja, es müsste A5 sein. Ich habe gleich kommt ein A5-Block, da gucke ich mal, ob es passt. Und zwar haben die gekostet 1,36 Euro. Auch natürlich auch mit Deckel. Deckel ist inklusive. So, sind wir gleich fertig. Da haben wir noch diese hier. Das sind Glitter Highlighter Markers Metallic Textmarker. Scheiße. 99 Cent, glaube ich. Ich glaube 99 Cent. Ja, 99 Cent. Mal gucken. Manchmal habe ich auch schon Stifte gekauft. Da war letztendlich gar keine Farbe mehr drin. Gerade bei Textmarkern. Schauen wir mal. Ich habe die Dinger hier gekauft. Ja, zur Aufbewahrung, zum Abzählen von großen Sachen. Es sind 10 Dinger drin mit jeweils einem Fassungsvermögen von 500 Milliliter. Das sind halt so Schalen, so Paper Bowls, Papierschalen, große aber. Und da hat eins gekostet. Wo haben wir sie? Da. 72 Cent. 72 Cent. So, und ich habe dreimal diese hier Dinger, die Dinger hier bekommen. Gott sei Dank. Das sind ja so vier, ist ein Vierer-Set mit diesen ja, Perlen-Aufbewahrungsdingern. Und die haben gekostet, ich glaube, 1,55 €. Ach, Menschenskinder. Ja, 1,55 €. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Ich bin mal gerade am gucken, was hier so noch drin rumschwirrt. Hier ist nichts mehr. Und da haben wir noch eine Tüte. Da haben wir noch das. Es kommt jetzt auch nicht mehr viel. Papierblöcke habe ich nicht gekauft. Ich hätte ja gerne den dunkelblauen gehabt. Der war von letztem Mal noch. Aber den hatten sie nicht. So, dann habe ich diese Kugelschreiber hier gekauft. Und zwar sind da 25 Stück drin. Da haben wir Rot, Schwarz und Grün. Rote waren 5-mal drin. Grüne waren 4-mal drin. Schwarz war 4-mal drin. Und Blau 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11-mal. Ja, ich habe schon welche rausgenommen. Und zwar waren die hier für nur 1,29 €.
Und ich habe diese hier gekauft. Das sind Bics. Ey, wusstet ihr, die anderen Bics, die ich eigentlich gern gehabt hätte, die ich dachte, die wären viel billiger, sind viel teurer. Die anderen Bics, die ganz normalen, stinkenormalen Bics, die sehen so aus wie die ungefähr. Die sind durchsichtig. Die haben 1,99 € gekostet. Und hier die hier, die haben nur 99 Cent gekostet. Schauen wir mal. Also ich schreibe gerne mit so billigen Kugelschreibern, weil... Also ich nenne billig, weil die vom Aussehen halt so billig aussehen. Ne? Und ja, aber die schreiben halt auch sehr gut. Manchmal muss man aufpassen, man bematscht sich die Hände, je nachdem. Aber ja, ne, aber die waren, glaube ich, 99 Cent. Ich bin gerade mal am gucken. Boah, auf einmal ist heiß. Oh Mann, man blickt hier gar nicht durch. Ne? Da 8 Stück 99 Cent. Jetzt kommen wir zu den zwei letzten Produkten. Und zwar habe ich zweimal, den kennt jetzt auch mittlerweile jeder, ist ein schwarzer Aquarellblock. Aber ich habe mir gedacht, wenn nicht als Aquarell, dann hat man immerhin mal schwarzes Papier in einer sehr schönen Größe. Was heißt sehr schöne Größe? Es ist auch A4. Aber ist halt schwarzes Papier. Ich habe auch schwarzes Papier, so ist es nicht. Aber kann man immer mal gebrauchen, ne? Und der hat gekostet 1,86 €. Und das letzte Produkt für 1,89 € habe ich mal diesen hier. Den kauft ja jeder oder fast jeder. Ich habe ihn bis jetzt noch nie gekauft. Da hat man ja dünnes Papier und dann wiederum dickes Papier in Weiß, Craft und Schwarz. Habt ihr das gesehen? Ja, ihr seht's. Ihr kennt den ja auch. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, nimmst du jetzt auch mal mit. Was soll's. Ja, genau. Und das war's. Das war's. So, und dann mache ich jetzt in einem Rutsch, ich bin jetzt eh dabei, in einem Rutsch, nee, mache ich später, mache ich in einem anderen Video. So, das war's von Action, aber gleich kommt noch so ein bisschen Schnickschnack aus anderen Läden. Und ja, danke fürs Zusehen, wir sehen uns bald wieder und passt gut auf euch auf. Tschüss.